und herzlich willkommen zu einem Spiel, das ich nicht mag. Phasmophobia ist ein Horrorspiel, ja, egal. Ich habe mir Unterstützung wieder mit dabei geholt. Das ist einmal hier der wunderschöne Bartman Flo, in Klammern Laurie. Dann einmal hier den Obama Jack. Ja, moin. Und hinter mir, wo schon mit der Kamera und sich komplett ausgerüstet hat, der liebe Phil. Hi. Der gut, so ein bisschen aussieht wie Malcolm mittendrin, ey. In groß. Stimmt. Oh. Okay. Was ist eine Taschenlampe? Was ist das? Knicklicht von Amazon, Alter. Wer braucht das? Keine Ahnung. Also das ist eine Taschenlampe, okay. So, ich habe UV-Licht und ich habe das Thermometer. Warum kann ich hier keine Taschenlampe nehmen? Und Kamera. So, was müssen wir machen? Also UV-Licht habe ich auch mitgenommen. 110 Grad Celsius. Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Seine Pfote direkt in mein Gesicht. Ich habe das UV-Licht weggeworfen. Ich wollte das UV-Licht. Dann nehme ich die Geisterbox. UV-Licht ist da oben. Was? Nee, das ist ein Knicklicht, aber ich hab hier, wie heißt jetzt? Starke Taschenlampe. Nee. Oder? Okay. Nee, dann Leute, was soll ich noch mitnehmen? Darf ich, kriege ich wieder hier die Ehre des Schlüssels? Nimm doch das Geisterbuch, wenn du noch einen Slot frei hast. Ja, ich nehme noch einen Schlüssel hier. So. Easy, ciao. Warte, ich krieg das Buch nicht. Macht's gut, ihr Trottel. Ja, du hast. Wie heißt der Geist? Charles Moore. Hallo. Charles Moore? Charles Moore. Der Strom? Moin! Ja, Stromkasten haben wir schon. Bin der Neue, ich komm jetzt öfters. Du kommst jetzt öfters? Der müsste hier drin sein. Mach mal die Bude auf. Jo, also Küche hier, wa? Hier geht's noch, ne? Aber. Oh, ich höre ein Telefon. Das ist da, wo das Telefon klingelt. Da wird er sein. Da, wo das Telefon klingeln herkam. Wo war das? Hier vorne? Direkt im Flur? Charles! Hallo Charlie! Moin! Ach Gott. Ich check das auch nicht. Du steckst gerade deinen Kopf rein. Jetzt seid ihr nach oben gegangen? Nee, wir sind unten. Hier ist aber auch nicht. Er klingt, als wäre die Warum hab ich den ängstlichen Joni bei mir? Weil ich's kann. Haben wir ein bisschen Licht hier angemacht. Achso, hier hinten seid ihr. Moin. Moin. So, okay, was machen wir denn jetzt? Hallo, Mr. Moore. Hallo, Mr. Moore. Was, ich hab zwar extra vorher auf der Karte geguckt, wo der Sicherungskasten Mr. ist. Mr. Moore. Strom ist doch heiß, ist der nicht draußen? Ja, aber ich meine. Wie ist er nochmal? Johnson? Charles ich Moore. Ich hab den Sicherungskasten gefunden. Charles? Okay. Charles. Ziehen das Licht aus. Er wird wahrscheinlich oben sein, also hier unten ist irgendwie gar nichts. Charles? Kannst du mich hören? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Komm mit hoch. Bisschen Müll. Oh Gott. Kannst du bitte nicht um mir laufen? Alter, Leute, warte auf mich. Welche, weil ich Telefon. Oben? Ja. Oben war das von oben? Geil. Ja, hier sind Minusgrade. Wenn du hochkommst. EMF 2. Ja, und Moore. Oh, warte mal. Ich muss ein Foto machen. Das hier ist der Raum auf jeden Fall. Ich suche mal nach Fingerabdrücken noch, Leute. Am Knochen gefunden und eingesammelt. Soll ich das Geisterbuch hinlegen? Ja, genau. Einfach hinlegen. Warte mit G. Vielleicht aufs Bett, einfach so. Hallo? Wieso wird es nicht? Ich habe jetzt noch keine Fingerabdrücke gefunden. Also, wir hatten Minusgrade, ja? Mr. Moore. Minusgrade. Leute, wie kann ich das placen? Mit F. F. Okay. Kann mir einer bestätigen, dass wir Minusgrade hatten, ja? Dass ich das ja, also habe. Ich sehe meinen Atem. Ja. Ja, also wie gesagt, ich hatte Minusgrade. So, das Ding funktioniert auch am Boden, also keine Gedanken machen.
Also ich habe jetzt hier drinnen keine Fingerabdrücke gefunden. Dann gucken wir mal auf die Tür. Hatte ich schon geguckt, auch auf der anderen Seite hatte ich geguckt gehabt. Können noch 3 Millionen Sachen sein. Ne, sieht nicht so aus. Also wir haben Minusgrade, das sollten wir schon mal eben notieren, ja. Also Gefriertemperaturen. Dem F2 ist noch nichtssagend. Ich gehe mal raus, ich hole mal die Kamera. Hast du schon mit der Geisterbox hier drin versucht, mit dem zu reden? Ja, habe ich ganz kurz probiert, aber die ist an, die kann man auch so benutzen, während sie am Boden liegt. Gleiches gilt auch für ein eingeschaltetes EMF. EMF 5. Ja, das ist richtig und ihr habt einen Ausschlag von 4. Lieber mal rausgehen. Hier rein. Ist Charles, ne? Charles Moore? Ja, Charles Moore. Check, was sagt Charles die, Moore. Geister-Dingenskirchen. Vier. Wieder Phantom oder Banshee? Wie also Phantom oder Banshee? Orbs oder Fingerabdrücke? Wieso? Was ist, Geisterbox geht oder, ach nee, EMF5, ne? Ist Johnny! Dann machen wir hier bei Licht aus. Gut. Ist hier schon eine Kamera drin? Warte, nicht alleine hier drin lassen, ne? Check, ich unterstütze dich. So, Kamera platziert und an. Da ist er! Ich höre ihn! Tschüss! Da ist er! Oh. Ich höre ihn auf jeden Fall. Ja, ich auch. Charles! Warum triggerst du ihn eigentlich noch? Mann. Charles. Ist er wieder weg? Also ich mach mal lieber die Tür zu. Ja, komm, lass mal. Alter, der hat gerade dieses komische Gurgelgeräusch gemacht, ey. Ja, das Grudge-Passige. Ja, dumme Drecksau, die, ey. Ich habe ihn auch gesehen, also er stand da in der Ecke. Charles Moore, hol dir die anderen, Charles, los! Ja, ihr seid ja alle draußen. Ja. Oh Gott. Also, was ja, ich. Fotos will ich ganz gerne machen. Oh, wir haben 2 Aufgaben gemacht und wir brauchen eigentlich nur Kruzifix. Ah, aber ich guck mal eben. Ja, gut, das haben wir aber nicht. In dem Raum ist Licht an, wir müssen das Licht ausmachen. Warte mal, wie sieht's mit den... Ja, wir sehen alle noch gut aus. Möchte jemand mit ein bisschen Orientierung, weil ich bin... Ja, ich komm mit. Phil, ja, hältst du alles im Auge oder willst du mitgehen? Oder geh du mal mit und ich behalte alles im Auge. Hier, Kamera hast du? Ja. Hast du ein Foto von dem Geist gemacht? Foto vom Geist oder so? Ich hab's versucht, aber ich glaube, der ist nicht drauf. Man sieht, ist etwas dunkel auch in der Ecke. Was sagt unsere Sanity ist alles in Ordnung. Seid bei also Minimum 70 seid ihr. So. Jo, alles gut. Auf 1. Also alles im Grün. Alles im grünen Bereich. So, da müsst ihr mal eben das Licht ausschalten. Links ist Licht. Nee, das ist große Licht. Hier ist das kleine Licht an. Ja, genau, das müsste schon reichen. Dann geht mal wieder raus aus dem Raum am besten. Charles, hol dir die Leute. Ich wollte euch wirklich nur trollen, aber bleibt mal eben da oben mit stehen, weil eventuell muss die Kamera umpositioniert werden. Die ist zwar so aufs Bett ausgerichtet, aber irgendwie sehe ich dort nichts. Was hätten wir? Geisterorb und? Geisterorb oder Fingerprints. Dann habt ihr hoffentlich noch das Ding für die Fingerprints dabei. Jawohl, habe ich noch am Start. Warum ist Licht an in dem Raum? Das war dann wohl der Geist. Vielleicht hat es angemacht. Dann einfach nochmal das große Licht. Haben. Dann gucken wir mal.
Ja, genau, dann schaut mal auf den Lichtschalter, ob da was ist. Geisteraktivität? Ist down auf 0. Dankeschön fürs Ausmachen. Und jetzt schauen wir nach wegen UV. Am besten auch Türinnenseite immer gucken. Also irgendwo in der Mitte auf der Tür, ob da irgendwie eine dicke Pappchand ist. Geisteraktivität steigt 6. Entschuldigung, 5. Euch geht's noch gut, ne? Ja. Bitte nicht die ganze Zeit in den Raum reinleuchten, sonst sieht man nichts, falls ein Geisterort da ist. Irgendwie sehe ich hier gar nichts. Geisterorb, confirmed. Nice. Seid ihr noch da? Ja, gut. Jack, wir kommen. Wenn wir nicht vorher gefressen Yo. Werden. Charles. 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 Moore. Charles. Ich habe ein Bild von der Toilette gemacht. Bild von der Toilette? haben wir eigentlich irgendwo Dreckswasser oder so gesehen? Nee, ne? Naja, gibt immer Punkte, das ist halt. Das heißt, Geisterorb wieder. Ja, genau. Das ist ein Geisterorb. Das heißt, Phantom schon wieder. Heidenheim. Geisterkugel, Phantom. Ja, vielleicht würde ich ganz gern nochmal reingehen. Also, meine Sanity ist bei 80. Wer hat noch mit die stärkste? Joni hat die stärkste. Dann komm du mal mit. Vielleicht noch ein Foto von dem Geist schießen und auch so nochmal eben kurz umgucken nach Dreckswasser und so. Damit wir noch ein bisschen Punkte kriegen. In den Stand geworfen. Ich bin ein übelster Gott. Ja, sehr schön. Oh. Joni, nimm dir mal die Kamera hier mit. Oh. Einmal hier die Kamera. Oder. Ja, direkt vor dir. Irgendwas anderes noch kurz abwerfen. Oder? Aber nicht, natürlich nicht die Taschen. Ja, gut. Also nee, wir haben ja alles. Dann nochmal kurz. Wenn ihr ein Foto macht, dann verschwindet der. Okay. Für immer? Ja, kurzzeitig. Aber das ist doch gut. Wäre also, okay, wenn wir zu dritt gehen. So, Sanity ist doch gut. Lass die beiden hier. Und Lauri darf auf jeden Fall nicht draufgehen. Das ist wichtig, weil sonst sind die Sachen alle weg. Ja, wir warten nochmal kurz, ist gerade auf 6, ne? Oh, da ist er auf 8. Oh, oh. Mensch, der will es gerade wissen, der hat das ganze Haus dunkel gemacht. So, dann komm mal. Da kriegen wir schon komm, hin. Ey. Ja, wenn. Wir können jetzt einfach die Bude zumachen und abfahren. Ja, ihr werdet schön warten. Das wäre sehr ehrenlos. So, Joni, wenn wir. Ganz kurz. Ja. Wenn der Geist kommt, dann muss man. Am besten in irgendeinen Raum gehen, ducken und vielleicht irgendwie an die Wand gucken oder so. Hoffentlich frisst der Geist Joni. Der ist ja oben, wenn dann. Licht geht gerade gar nicht mehr. Sag mir mal eben, wo der Sicherungskasten ist. Der war Tür links und dann weiter. Geh weiter geradeaus, Check. Nein? Ja. Ja, oder geht dort durch, genau, geht dort durch. Und dann nochmal dort durch. Okay. Durch okay, genau. Danke. Und dann ist der links. Machen wir mal eben Sicherung. So, jetzt geht auch das Licht wieder. Das ist ja geil, wie ich euch auf die Karte verfolgt habe. Wegen, ja. Das ist mega geil gemacht. So, dann gucken wir doch mal, ne? Wir suchen. Oh, wir hätten mal in die Waschbecken gucken sollen. Das wäre mal. Das wäre mal was Neues, ey. Würde mich freuen. So. Ich bin bei geschmeidigen 2, was die Geisteraktivität angeht. Das ist gut, danke. Da ist gerade so ein roter Punkt gespawnt in dem Raum mit dem Sicherungskasten. Weiß nicht, ob das der Geist ist. Ich glaube nicht, nee. Nein, Marquez. Oh, da war gerade ein schöner Spike auf 6. Immer schön zusammenbleiben, ja, Junge? Ja, Check, wenn der Geist da ist und dich sehen, einfach ein Foto machen. Genau, einfach ein Foto machen mit Rechtsklick. Wenn die oben sind, können wir umschalten.
halten. Nee, hier ist noch auch nichts, also kein dreckiges Waschbecken oder so. Ich vermute erst. Immer schön auch mal mit auf den Boden gucken, dass wir vielleicht irgendwo einen Knochen oder sowas finden, ne? Wenn wir einen finden, abfotografieren und dann einsammeln. Ja, wir gucken gerade allerdings erstmal noch so nach Dreckswasser und so. Wir wollen ja Punkte sammeln, ne? Ist ja fürs Team. Wie sieht die Sanity aus? Wie wäre es, wollte gerade sagen, wie wäre es, wenn ihr einfach Zahlen nennt? Ist nicht ganz so frisch. Die pranken uns. Ich glaube, die pranken uns. Ja, so ein bisschen, ey. Ich esse ein Spekulatius auf euch. Nee, hier haben wir auch nichts. Gut, dann müssen wir, glaube ich, jetzt gleich wirklich hoch, weil unten haben wir jetzt alles. Immer schön auf dem Laufenden halten bezüglich Sanity und... 66,53. Geisteraktivität 3. Sehr schön. Okay, hier war ja nichts im... Ja. Dann gehen wir jetzt hoch. Ja, keine Angst. Ich sehe euch. Wir sind beieinander. Ja. Okay, gehen wir als erstes in den Raum hier hinten. Bei dem können wir auch schließen, wenn er kommen soll. Null. Ja. Der Geist hat keinen Bock auf euch. Ihr könnt sofort seinen Namen rufen. Charles Moore. Nein, warte mal bitte ganz kurz, bevor du es machst. Charles Moore. Wir haben dir sein Auto beigebracht. Macht das bei Menschen, die allein sind. Also Joni sollte sich mal... Red ruhig weiter. Geht es... geht der... Also wir wissen ja, dass es ein Phantom ist. Geht er dann wirklich weg, wenn wir den direkt abfotografieren? Das kann gut sein, aber dann müssen wir relativ schnell sein. Also wenn wir ihn sehen, direkt eben einmal wegfotografieren. Warum holt sich eigentlich meine Sanity, aber die von Phil nicht? Ich will nicht sagen, da bin ich kein Profi. Was? Ja, aber okay. Irgendwie hat meine Sanity einen Sprung bekommen. Ich habe aktuell 86. Okay, also wir haben kein dreckiges Wasser. Also Jack, ich vermute, wenn wir in den Raum gehen, dann wird er kommen. Ja, und da will ich nicht rein. Also wir sollten uns dann hier im hier rein verbarrikadieren, Tür zuschmeißen und in der Ecke werfen. Das ist alles noch okay, in Ordnung. Meine ist so. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der denn sein könnte. Geistaktivität 4. Nicht reingehen. Der könnte die Tür zuwerfen. Okay. Ja, auch immer mal hinter uns gucken, nicht, dass er irgendwie in die Richtung läuft. Charles. 7. Okay, lass uns ein Stück zurückgehen. Charles? Ja, ich hoffe ja, dass ihr on camera sterbt. Also könnt ihr ein bisschen weiter in den Raum reingehen. Warte mal. Ich mach mal eben was. Ich will mal eben kurz gucken. Lass mich nicht alleine jetzt, ja? Also was soll ich tun oder was machst du? Ich will mal eben ganz kurz. Also ich denke, wenn ihr nicht im Raum drin seid, wird es schwer, den zu triggern. Ah, du willst. Also, sie darf dir leicht hinterher, gell? Charles. Nice ass, Aktivität. Charles Moore. Aber ihr könnt die Kamera immer noch sehen, ne? Ja, so die Hälfte des Raums sehen wir. Ja, das reicht. Joni Sanity 36. Ja. Okay, also ich soll nicht mehr. Ich hab, glaub, grad einen guten gehört. Ich will ihn jetzt nichts weiter sagen. Ja, das kann natürlich sein. Aktivität 0. Charles Moore, also, kannst du uns hören? Nicht mehr, das ist übrigens auch ein Geist, der die Sanity hart droppt, wenn. Gib uns ein Zeichen. Anguckt. Da sind eine Menge Geister-Orbs über euch gerade. Gib uns ein Zeichen. Aber Geistaktivität nach wie vor 0. Jetzt 3. Gibst du uns ein Zeichen? Charles? Gib uns ein Zeichen. Geisteraktivität 6. Okay. 10. Ja. Sollen wir uns verstecken? Ich weiß noch nicht. 7. Ich sehe nicht, Charles. Oh! Die Sanity 29. Okay. Der hat die Tür zugehauen. Holy moly. Du hast ihn ausgetrickst. Ja, wir waren vor der Tür. Okay. Durchgehend 10. Nach wie vor 10. 0. Geistaktivität 0. Lebt ihr noch beide? Es flackert, ne? Ja. Oder? Ja, komm, wir gehen raus.
Okay, Aktivität 2. Joni Sanity 24. Wir sollten. Ja, leider. Lass mich nicht alleine, wir gehen gemeinsam raus. Ich bin hinter dir. Alter, Falter. Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Habt ihr ein Foto oder irgendwas? Nee, nein, leider nichts. Also wenn ihr nochmal wollt, könnt ihr natürlich gerne. Ansonsten würde ich das hier abbrechen. Das hat, glaube ich, keinen Zweck. Naja, ich glaube, das dauert zu lang. Ja, dann lass ihn mal. Ja, wir haben ihn nicht sehen können. Okay. Haben alle so alles eingetragen ins Buch? Warte. Ich ja? Ja. Ja. Okay, dann mach ich zu. Jo. Genau, dann mach mal zu. Jo, sehr schön. Oh, Alter, hab ich mich gerade eben verjagt, weil direkt vor meiner Nase ist die Tür zugeschlagen worden. Ja, wäre ich in dem Raum gewesen, wäre ich tot. Alter, Vater, welcome back. There's some jobs ready for you. So, aber diesmal. Ihr hört mich noch, oder? Nee, gerade nicht. So, jetzt müsst ihr mich wieder hören können, ne? Ja, geil! 60 Flocken! Bam! Und das war ein Phantom. Hallo, hallo? Oder bin ich... Ah, ich bin wieder aus der Lobby geflogen. Warte mal eben ganz kurz. So. Game closed. Okay, Game wurde geclosed. Wir sind aus der Lobby geflogen. Aber es gab 60 Flocken und Knochen hat 10er gebracht. Die Fotos haben das ist richtig. Das ich häng gerade noch im Spiel fest. Ja, wir sind halt nur aus der Lobby geflogen, das ist alles. Jo. Hast du jetzt so verlassen, oder? Ganz genau. Ja gut, dann in dem Falle, wenn du noch im Spiel festhängst oder so, mach mal deine Abmod und dann... Auf jeden Fall war es erfolgreich, es war ein Phantom und wir haben Kohle dafür gekriegt. Das ist wichtig. Ja. Jo. Also ich mach's jetzt nur, weil ich bin da raus. Ich häng nur im Bist-du-sicher-Menü fest. Ja, macht ja nichts, deswegen. Dann mach mal ruhig. Ja, gut. Leute, dann war's das. Der Geist hat uns immer noch nicht geschnappt. Ich bin glücklich, aber auch irgendwie unglücklich. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich an euch drei. Phil, Jack und Lauri, schaut doch gerne bei allen drei vorbei. Alle drei sind unten drin verböllert. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal, wenn das Spiel wieder funktioniert. Bis und tschüssi. Ciao. We'll be right back.